kennst dich aus mit dem Dialekt. Du hast doch mit Bernhard Bünker vor 82, fast 30 Jahren eine Anthologie herausgebracht. Anthologie, Dialektliteratur, Dialektanthologie 1970 bis 1980. Ja, das sind Dialektanthologie, ganz gebessert. Aha, ich hätte ein Gedicht. Wenn das schon geschrieben gewesen wäre, hätte es das aufgemacht. Na gut, ich lese vor. Also, aus gegebenen Anlass. Ich schmeck den Schnee. Ich schmeck den Schnee, der Winter kimmt mit Sturmgebraus. Sein Eiszapfenbad funkelt mit den Eisblärmle um die Welt. Lasst ihn's zusammenrucken beim knisternden Feuer. Du, Winter, legst mir den Kopf auf den Schuss. Ich sag da, lass dich nicht aufhalten. Ich lass mal die kalte Decke nicht aufs Herz braten. Die Amsel weiß, wo's früher zu finden ist. Was sagst du? Würdest du das aufgenommen haben? Hätte der Bernhard Bünker gesagt, das hat... Ich glaube nicht, da waren wir uns glaube ich einig gewesen, dass er nicht gehört. Und warum nicht? Was waren die Kriterien für die Aufnahme? Ja, Wörter, die ein bisschen komisch sind, Sturmgebraus. Das ist expressionistische Lyrik, aber nicht so. Aha. Und vielleicht auch so das Schusslegen. Also ich weiß nicht. Der Liedermacher-Szene mit vertreten. Unter anderem kann ich mich erinnern an ein gewisser Ostbankurti. Ja. Naja, die Geschichte ist also so entstanden. Vielleicht kann man das kurz skizzieren. Es war eine mehr oder weniger Idee von Bernhard. Wir haben einmal in München eine Woche lang jeden Tag gelesen. Und dann hat er gemeint, es gibt keine Dialektanthologie, machen wir. Die letzte ist vor 25 Jahren erschienen, also das war 1980 minus 25, das müsst ihr jetzt selber ausrechnen. Und die hatte den sagenhaften Titel Am Quell der Muttersprache. Der hat uns irgendwie beide nicht überzeugt, sondern ganz im Gegenteil, wir haben den ziemlich modig gefunden und gesagt, wir wollen eine machen, die nicht am Quell der Muttersprache ist und eine gescheite Dialektanthologie. Und das Glück, das wir hatten, war das IDI-Archiv und wir haben uns durch das IDI-Archiv halt durchgelesen, durchgeblättert und haben alles an Zeitungen, Zeitschriften, was es publiziert gab am Dialekt und haben uns halt Dinge ausgesucht, die wir für notwendig und gut gefunden haben. Ja, und der Ostbankurti, den Günter Brödel haben wir gekannt, der hat uns dann was geschickt und er hat gesagt, das ist der Ostbankurti. Er hat gesagt, ja Günter, bitte, ne? Wir wissen, dass das nicht der Ostbankurti ist, sondern dass du der Ostbankurti bist. Ne? Weil du hast ja das Stück geschrieben, wem gehört der Rock'n'Roll? Ja, er hat gesagt, ja klar, weiß ich eh, aber er hat gesagt, pass auf, wir wollen eigentlich nicht dann eines Tages als Trottel dastehe, dass dann wer draufkommt und sagt, ha, den Ostbankurti gibt es ja gar nicht und so, das ist der Günter Brödel. Und so. Dann hat gesagt, pass auf, es muss irgendwie ein Comex zu dir hergestellt werden. Ich sagte, na gut, also dann bin ich der Trainer. Gut, ja. Dann hat gesagt, und dann brauchen wir natürlich ein Bild vom Ostbankurti, weil es sind in der Dialektanthologie alle mit Bildern vertreten.
Ja, okay, also ich habe Bild nehmen, den gibt es ja nicht, das weißt du, der Autopleiter. Ne? Ich sage, naja, du lest doch regelmäßig den Rolling Stone. Da wirst du doch irgendeinen Gitarristen finden, den keiner kennt. Den schneidest du aus und sagst, das ist der Ostbank heute. Und so geschah es. Das ist also, keine Ahnung, wer das ist. Irgendein Gitarrist, ich glaube aus dem Rolling Stone. Kennt es noch schon durch. Naja. Es fallen aber dann trotzdem so große Mundartdichter, der Dichterinnen in der Anthologie, wie eine gewisse Binder Zisch oder ähnliche Dichtergrößen. Jetzt ist die Frage, warum habt ihr euch auf Dialekt versteift und auch die Mundart hineingenommen? Dialekt ist einfach Dialekt und nicht Mundart. Mundart ist ein bisschen vorbelastet, Blut und Boden und so. Und wir haben auch von dieser genannten Autorin was gefunden, in irgendeiner Nazi-Postille, was natürlich für uns völlig klar war, dass wir die nicht nehmen. Ganz wichtig war uns auch folgendes Kriterium. Wir haben gesagt, wir wollen nur Leute in der Anthologie haben, die auch regelmäßig im Dialekt schreiben und nicht irgendwelche Leute, die eigentlich nur Mist schreiben und dann ist einer ein Gedicht gelungen und das nehmen wir. Und nein, das ist zu wenig. Also wir wollen schon ein paar gute Gedichte haben. Eins reißt uns nicht vom Hocker und ein Zufallstreffer wollen wir nicht. Wir wollen eine Kontinuität oder wir wollen von allen die vertreten sind, sagen, die schreiben auch im Dialekt. Ich meine, es sind nicht alle bekannt berühmt worden, aber einige doch. Einige schon. Ein Ludwig Hirsch, ein Danzer, ein Mitterer waren regelmäßige Zuhörer im viel gerühmten und berühmten Stammtisch Kovacic. Nein, wir haben einen, der muss ich auch sagen, das, jetzt waren ja schon so, das ist so quasi eine Art Lebensbeichte, ne? Die Gelegenheit zu beichten habe ich ja nicht, sonst habe ich Kirche ja nicht geil. Praktiziere der Atheist, bin das schweigen, ja du weißt von nichts. Ne? Also, wir haben zum Beispiel einen Autor, den haben wir nicht vergessen, nicht übersehen, aber der hatte zu der Zeit nichts publiziert, ne? Das war da. Der berühmte Walter Miller. Und der Walter, dann ist das erschienen und der Walter gesagt, ich schreibe ja auch was. Und gesagt, ja, gut. Ja, aber du hast nichts veröffentlicht gehabt und wir haben eigentlich nur auf Veröffentlichungen zugegangen. Und darum ist der Walter Miller nicht da. Wenn er ein oder zwei zumindest so publiziert hätte, dann hätten wir uns vielleicht auch mit ihm in Verbindung gesetzt und hätten gesagt, hey, hast du mehr? Schreibst du an, so, das ist jetzt die Beichte. Ich hoffe, ich kriege jetzt die Absolution. Ich meine, ganz wichtig, muss ich ja sagen, war dem Bernhard ja immer eben die Bezeichnung für Dialekt und nicht Mundart. Ja, Dialekt heißt ja, also ich kann nicht Griechisch, ich weiß nur, das heißt miteinander reden. Ja? Und übersetzt hat ja das, dieser unsägliche Philipp von Zesen. Im Unlängstreff, gell? Und dieser Philipp von Zesen hat eingetäuscht, lang vor die Nazi, 1619 ist der Kerl geboren. Und hat also... Am 8. Oktober. Was? Am 8. Ja. Oktober. Und 1619 hat er gesagt, stimmt. Und hat also einfach geniale Sachen, und das möchte ich schon gern. Also, ein Epigramm ist zum Beispiel ein Sinngedicht. Also verdanken wir auch den Beistrich statt Komma. Aber er hat also dann ein paar, die haben sich glaube ich nicht ganz durchgesetzt. Ne? Das ist ein Anatom ist ein Entgliederer. Ein Kloster ist ein Jungfernzwinger. Ein Altar ist ein Kirchentisch.
eine Blitzfeuererregung ist die Elektrizität und die Mumie ist die berühmte Dörrleiche. Und der Botaniker ist ein Krautbeschreiber. Und das Sofa ist das Lotterbett und die Grotte ist die Lusthöhle. Ne? Ja. Und die Pistole ist der Möchelpuffer. Irgendwie war er schon gut. Also, ne? So. Ja. In diesem Sinne, dass der Abend nicht allzu lang dauert. Dialekt, Anthologie, lesen wir heute auch ein paar Sachen. Und ich finde, es wurde Zeit, dass man wieder eine macht. Und wenn sich ein paar melden, die das gerne taten, wäre das auch super. Und jetzt geht's los mit der Lesung. Ja, also, ich lese von H.C. Altmann. Ich lese von H.C. Altmann. Kolwagebär fotografieren. Mit einer Kamera. Kolwagebär mit einer Kamera. Kavare berg oben, mit einer Kamera auf und oben, mit einer Kamera gegen den Kavare berg, gegen den Krankraxler, gegen den Kavare berg, gegen den Roten und Blauen und Gelben und gegen die Grünen, in denen Raum hat Federn, mit einer Kamera auf und oben und um und über und außen und eine und schief und rot. Und links vorbei und rechts vorbei und rund um den Dom und Stabernakel und durch den Himmel hoch und durch Höhlhaas und Kavareberg unten und Kavareberg oben mit einer Kamera, 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 bis das die Brenne von außen objektiv ausspritzt. Das nächste Gedicht ist von Ernst Kain. Voll sehr Fremder sein und nach wen kommen, dann stehen sie gleich auf den Stephansturm auf. Dann schauen sie oben am Graben, aufs Rathaus und auf die Votivkirchen und dann um zum Kohlenberg, zur Donau und zum Riesenrau. Und wenn sie das dann haben, steigen sie oben vom Stephansturm und fahren sie geschwind wieder heim. Ich möchte nicht in der Stadt leben, wo keiner den anderen kennt und keiner den anderen hilft. Da lebe ich schon lieber am Land, wo jeder jeden kennt und keiner den anderen hilft. Das Land fängt gleich hinter dem Stadtrand an. Und die Stadt fängt gleich hinter dem Landrand an. Die Gemeinde, das Land, der Bund. Der Bund, Gemeinde, das Land. Das Land, der Bund, die Gemeinde, der Bund, das Land, die Gemeinde, der Bund, das Land, die Gemeinde, da Gemeinde, das Bund, das Land. Der Land, Bund, Gemeinde, hui ist hui. Sagt Hans, dass er ans Lochen vergangen ist, wie er dann auf Wehren gekommen ist. Weil es Wehren und da hat er gerade nur gelacht, haben sie gesagt. Wir haben ihren eh auch so ein Globus daheim, hat die Dilettant von Wehren halber gesagt. Beleuchten kann man ihn zwar nicht, aber wenn man ihn beilt, dann schnappt's und dann wird das Riesenrad da drin allerweil ganz weiß, hat die Dilettant von Wehren halber gesagt. Thank you.